Und die Erklärung, die man jetzt dafür benutzt, ist, man sagt, okay, 70% des Universums bestehen aus einer dunklen Energie, die halt nicht anziehend ist wie Gravitation sonst, sondern abstoßend. Und das war's dann. 74%, 22%. Das sind tolle Daten, das sind tolle Messungen und der kosmische Mikrowellenhintergrund liefert noch Daten dazu. Aber es scheint manchmal so, dass die Astrophysik jetzt und die Kosmologie an der Frage stehen bleibt, ist es jetzt 74% oder 75% oder 22,5% oder 21% und das war's dann. Präzisionskosmologie sagt man also heute sehr oft und die Leute sind enthusiastisch, dass das alles zusammenpasst. Gehen wir mal gut 100 Jahre zurück. Michelson 1894 sagte damals, die wichtigsten Gesetze, fundamentalen der Gesetze und Zusammenhänge in der Physik sind alle entdeckt und die stehen so fest, dass die Möglichkeit, dass sie irgendwann ersetzt werden müssen durch neue Entdeckungen, die ist wirklich extrem unwahrscheinlich. Unsere zukünftigen Entdeckungen müssen wir in der sechsten Nachkommastelle erwarten. Sie wissen wahrscheinlich, wie die Geschichte dann weiterging mit der Quantenmechanik und der Relativitätstheorie. Es hat sich doch ein bisschen mehr geändert als in der sechsten Nachkommastelle. Und ich denke, man muss auch ein bisschen nachdenken über diese neuen Zahlen, so präzise sie auch sein mögen. Es wirft nämlich, wenn man dann genauer hinsieht, ein paar merkwürdige Zusammenhänge wieder auf. Die dunkle Energie, wenn sie denn existiert, hat also in der Anfangsphase des Universums einen relativ geringen Einfluss, also da, wo Sie die Punkte sehen auf der roten Kurve, da ist noch die Abbremsung durch die Gravitation dominierend und irgendwann gewinnt sie etwas an Bedeutung, ja, wird also in Zukunft unser Universum immer schneller expandieren lassen und der Zeitpunkt, bei dem sich die Effekte gerade ausgleichen, diese Bremsung noch und die einsetzende Beschleunigung, die ist gerade heute. Zufällig. Also die Frage muss schon erlaubt sein, warum entwickelt sich intelligentes Leben gerade dann, wie diese Tangente den Ursprung wieder trifft? Warum stimmt die Hubble-Konstante so präzise auch überein dann mit dem Alter des Universums, das sich aus dem Modell errechnet? Und warum hat sich gerade so intelligentes Leben entwickelt, das wirklich die Kosmologie schon perfekt verstanden hat? Das nennt man Koinzidenzproblem. Ich zeige Ihnen noch ein paar sehr schöne Beobachtungen der Galaxienforschung. Margaret Geller und John Huckrow haben 1986 zum ersten Mal eine richtige Durchmusterung beginnen können des Galaxienhimmels mit Spektren, das heißt mit automatisch bestimmten Rotverschiebungen. Na, ich glaube gar nicht automatisch, die haben noch ganze Nächte gearbeitet. Aber es war jedenfalls ein großes Projekt. Sie konnten zum ersten Mal richtig dreidimensional die Verteilung der Galaxien kartieren, haben festgestellt, es sind ja erstaunliche Zusammenhänge, richtige Galaxienwiesen, wie Flächen hängen die zusammen. Also Galaxien sind im Universum nicht wie Rosinen im Kuchen, sondern es ist wirklich viel mehr wie ein Schweizer Käse oder noch schlimmer. Das bedeutet, wir sehen extreme Klumpungen dieser Strukturen, hat übrigens niemand vorhergesagt. Und diese Messungen, die sind heute natürlich präziser geworden und die zeigen immer noch riesige Cluster, riesige Galaxienwiesen auf sehr, sehr großen Strukturen. Und das, was äußerst irritierend daran ist, wie konnte so viel Struktur entstehen aus einem vollkommenen gleichmäßigen Urzustand. Sie kennen wahrscheinlich dieses sensationelle Foto, also von dem WMAP-Satelliten, von dieser kosmischen Hintergrundstrahlung. Eine Zeit, bei der man sich vorstellt, das Universum war nur ein heißes Gas von Wasserstoff und diese Farbunterschiede, die sind nur Millionstel Grad von Temperaturunterschieden in einer sonst vollkommen homogenen Suppe. Wie kann diese so gleichmäßige Struktur so viel so konzentrierte Galaxien und Galaxienhaufen bilden.
Das ist gerade im Moment ein sehr umstrittener Punkt. Und ich bin sicher, Sie werden es nicht glauben, aber das Universum ist nicht homogen. Es tut mir leid, das zu sagen, aber das scheint so eine selbstverständliche Annahme zu sein. Das Universum expandiert und natürlich ist es sowas wie eine homogene Kugel, wo die Masse schön gleichmäßig verteilt ist und es hat eine bestimmte Dichte. Aber Sie sehen es einfach nicht, wenn Sie die Daten anschauen. Francesco Silos Labini hat also so eine, das ist ein Statistiker, das ist jetzt kein Kosmologe, der einen Ehrgeiz hat, irgendwie dann ein neues Modell zu erfinden, sondern einfach nur ein Statistiker, der sagt, die Korrelationen, die hören nicht auf. Diese Strukturen, die wir sehen, die gehen über unseren ganzen beobachteten Bereich und inzwischen ist ja ein Viertel des Himmels kartiert von einem wunderbaren Galaxien-Survey, dem Sloan Digital Sky Survey, und ich glaube 300 Millionen Objekte hat man dort, die man fotografiert hat, etwas weniger dann spektroskopiert mit exakten Rotverschiebungen. Aber diese Daten sagen, dass das Universum nicht homogen ist. Das ist sehr, sehr irritierend. Da kann man jetzt dann drüber spekulieren, ist das sowas wie ein Fraktal? Ist es nicht, ich weiß es nicht. Aber was ich auch selbst sehe, weil ich ein bisschen daran arbeite, das mit der Homogenität scheint wirklich nicht hinzuhauen. Es gibt, der Francesco Silos Labini, der kriegt natürlich ziemlich Stress damit, weil das widerspricht natürlich eklatant jeglicher Vorstellung eines gleichmäßig expandierenden Friedmann-Lemaître-Universums und passt einfach wirklich nicht ins Bild. Also man sieht es, man hat die Daten, aber es passt in keine Theorie im Grunde. Was ebenso nicht passt, sind die Galaxiengrößen. Man kann also das Hubble Ultra Deep Field analysieren, wurde vor einem Jahr gemacht. Die Galaxien sind viel kleiner, als sie sein sollten, nach dem herkömmlichen Expansionsmodell. Das gleiche sieht also auch ein spanischer Astronom bei Analyse von Galaxien mit großer Rotverschiebung. Auf kosmologischen Skalen ist nicht nur die dunkle Energie, also da die Schwierigkeiten macht, sondern es knarzt wirklich an allen Ecken und Enden, so muss man das sagen. Ich habe noch gar nicht darüber gesprochen, über das Problem, dass diese riesigen Leerräume im Universum, die man feststellt, dass die so unerklärlich leer sind. Entfernte Galaxien sind viel zu klein. Es wurde noch keine Obergrenze für die größten Strukturen im Universum gefunden. Und wir müssen uns wirklich was überlegen zu dieser Sache. Weil wenn es so inhomogen ist, wie es aussieht, dann ist es sehr merkwürdig. Das ist noch ein Bild von Quasaren, von dem, da könnte man jetzt eine Menge erzählen. Also Quasare sind aktive Galaxienkerne, die sehr, sehr alt sind, die uns sehr schöne Daten liefern bei extremer Rotverschiebung. Also die sind so Rotverschiebung 6 oder 7 sogar. Und deren Licht macht praktisch einen Fingerabdruck aller Wasserstoffwolken, die auf der Sichtlinie bis zu uns liegen. Und da kann man jetzt analysieren, einfach wo ist Material da, wo ist Wasserstoffgas, wo ist keines. Auch dort zeigen sich diese riesigen Leerräume teilweise, bei denen man sich auch fragen muss, wie sind die überhaupt entstanden? Wie können aus kleinen Fluktuationen, gravitativen Instabilitäten, so große Leerräume entstehen? Kann ja mal sein, dass sich eine Masse zusammenballt und eine Galaxie formt und eine große Massenkonzentration bildet. Aber das würde noch nicht erklären, warum sich Gebiete von so geringer Dichte auch bilden können, die wirklich vollkommen freigeräumt sind, so wie es aussieht. Man kann natürlich die Entwicklung des Kosmos simulieren, vor allem mit dunkler Materie. Pikant ist eigentlich dabei, dass die Simulationen hervorragend simulieren, hervorragende Ergebnisse liefern, sobald man keine echte Materie hineintut, keine baryonische. Die dunkle Materie, die klumpt hervorragend, macht Galaxien, allerdings macht sie viel zu viele Zwerggalaxien. 300, 500 Zwerggalaxien eigentlich vorhergesagt für unsere Milchstraße. Der Nachthimmel müsste geradezu erleuchtet sein eigentlich von diesen Objekten. Wir sehen aber